Ja, Hallöchen, mein Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren V-Hunter Call of the Wild Tutorial. Und heute geht es um die Vorteile. Ich werde euch die besten Vorteile zeigen. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, selber mir die Skills natürlich angeschaut und getestet. Und ja, da werde ich euch jetzt die besten vorstellen. Haben sich auf jeden Fall einige gewünscht, das Video. Deswegen, jetzt kann ich es euch auch endlich bringen, weil die letzten Tage war ich damit beschäftigt, Geld zu sammeln, da momentan ein Bug kursiert ist. Wir haben gerade den 28.11.2019 und da kursiert aktuell ein Bug, dass man die Vorteile und Fertigkeiten sehr oft und sehr teuer zurücksetzen muss. Deswegen habe ich momentan auch nur so wenig Geld. Aber darum soll es nicht gehen, da der Bug wahrscheinlich in der Zukunft gefixt sein wird. Also, fangen wir mal mit den Vorteilen an. Was machen die Vorteile? Die Vorteile befassen sich mit den Waffen, wie zum Beispiel den Crossbow. Ihr seht schon, wenn ich jetzt hier den Pfeil reinmache, das geht super, super schnell. Also ich kann sehr, sehr schnell die Zielvorrichtung ändern, beziehungsweise sehr schnell in den, ja, ich nenne mal Angriffsmodus gehen. Und das hat auch mit den Vorteilen zu tun. Und jetzt sprechen wir darüber, welche Vorteile, die halt eure Waffen und euren, ne, Spielstil beeinflussen, welche da die besten sind. Und ja, wir gehen einmal in die Vorteile rein und dann einmal auf die Gewehre. Damit fangen wir an. Und hier würde ich dann einmal das Muskelgedächtnis auf 2 setzen. Denn, ja, du kannst deinen nächsten Schuss bereit machen, ohne den Zielmodus zu verlassen, und schnellere Einsatzbereitschaft aller Waffen nach dem Feuern. Ist auf jeden Fall ein Must-Have, finde ich sehr, sehr gut. Und hier kommen wir zu einem weiteren Must-Have, nämlich kontrolliertes Atem. Da werdet ihr einfach, noch ruhiger, wenn ihr die Luft anhaltet. Das ist verdammt gut, weil manchmal, wenn ihr zum Beispiel gerade steht oder in der Hocke seid, dann müsst ihr natürlich noch mehr zittern, sage ich mal, kompensieren. Und mit diesem Skill tut ihr genau das. Dann haben wir hier unten noch ruhige Hände, sorgt für weniger Zittern im Zielmodus mit allen Waffen. Also im Endeffekt genau das Gleiche, nur dass es halt hier nicht mit der Luft anhalten ist. Das hier bezieht sich halt auf Luft anhalten. Ne? Das Ausatmen hat weniger Einfluss auf deinen Puls, erhöht das Zeitfenster, bevor du ausatmen musst, und reduziert das Zittern, während du die Luft anhältst. Also hier 3 Punkte und da 2 Punkte sollten das Zittern bei euren Waffen definitiv verringern. Ich würde es auf jeden Fall mitnehmen, da ihr dann immer weniger, also mit diesen beiden Perks werdet ihr auf jeden Fall weniger Shots verkacken. Ja, der einzige aktive Perk, den ich wirklich benutze und gut finde, ist die Nulldistanz. Denn die Nulldistanz ermöglicht euch, eure Waffe auf verschiedene Distanzen einzustellen. Dafür müsst ihr das ganze Skillen aktivieren und dann könnt ihr hier, wenn hier rumsteht, seht ihr unten rechts 30 Meter. Wenn ich jetzt die F-Taste drücke, dann sind es 10 Meter, dann 50 Meter. Was bedeutet das? Und zwar, wenn ich jetzt hier mal kurz den Baum anvisiere, Sekündchen. So, dann sehen wir hier, das Bäumchen ist 14 Meter entfernt. Und wir wollen jetzt ungefähr hier auf die Blätter schießen. Ja, das nehmen wir jetzt einfach mal als Ziel. Dann gehe ich jetzt genau auf 10 Meter ran. Beziehungsweise wir gehen mal auf 30 Meter Entfernung, kann ich es euch besser zeigen. Oder auf 20 Meter. So, wir sind jetzt 20 Meter entfernt. Also, lass uns doppelt lieber 30 machen. Kann ich auf 30 einstellen hier, oder? Genau, 30 Meter. So. Sekündchen. So, dann stellen wir uns einfach vor, da vorne ist jetzt ein Tier. Und die Lunge ist ungefähr da, wo die Blätter hier sind. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, meine Armbrust einzustellen, kann ich mich, wenn ich 10 Meter entfernt bin, 50 Meter oder 30 Meter darauf einstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf 50 Meter gestellt habe, dann werde ich wahrscheinlich jetzt nicht genau treffen. Ah, so. War doch relativ gut eigentlich. Beziehungsweise wir haben hier hingezielt, ne? Lass das nochmal hier machen. Sekündchen. So, und nochmal. So, das seht ihr, der zielt ein bisschen drüber, genau. Ich dachte, er hat gerade die Blätter weggeschossen, aber ne, hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen drüber. Und wenn wir jetzt auf F drücken und auf 30 stellen und das Ganze jetzt nochmal wiederholen, dann seht ihr, haben wir punktgenau in die Blätter getroffen. Und das ist die Magie der Nulldistanz. Bitte seid euch darüber bewusst, dass bei Gewehren zum Beispiel die Nulldistanz nicht ganz so hilfreich ist, aber gerade für die Bogenspieler unter euch oder die, die den Crossbow nutzen, für die ist das Ding auf jeden Fall legendär. Also ich würde das hier auf jeden Fall für Spieler empfehlen, die auf weite Distanzen schießen
oder die halt mit dem Bogen oder dem Crossbow spielen, weil da ist das auf jeden Fall essentiell. Außer ihr spielt mit diesem einen Ding da, gibt es ja diesen Messer für den Bogen. Wenn ihr den aber nicht habt, dann ist das auf jeden Fall auch eine gute Alternative dafür, damit ihr den Bogen immer perfekt einstellen könnt. So, die restlichen hier, Vorhalt ist, ja, hat mit dem Wind zu tun, finde ich kacke. Ne, ermöglicht im Ziel, dir im Zielmodus mit beliebiger Waffe Richtung und Geschwindigkeit des Seitenwinds abzuschätzen. Ich weiß einfach nicht, was das bringen soll. Genauso wenig wie in den Fertigkeiten das mit dem Winter. Aber naja, könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Ich persönlich finde das hier als aktive Fähigkeit auf jeden Fall tausendmal besser. Und dann haben wir nochmal den konzentrierten Schuss hier. Wenn du die Luft anhältst, erhöht das den Zoom-Faktor bei Gewehren mit offener Visierung, Leuchtpunktvisier oder holographischem Visier. Finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Da ist euer Punkt auf jeden Fall woanders besser aufgehoben. Denn ja, noch weiter, sag ich mal, zoomen muss man eigentlich nicht. Und das ist vor allem auch nur, wenn man die Luft anhält. Für mich persönlich wäre das sogar ein bisschen irritierend. Also, ich würde es nicht skillen, könnt ihr machen, ist nicht der schlechteste Perk, aber ich würde ihn eigentlich nicht mitnehmen. So, weiter zu den Pistolen. Hier habe ich gar nichts geskillt, weil ich finde, Sprinten und Laden ermöglicht dir alle Waffen beim Laufen nachzuladen, ist zwar ein guter Punkt und den kann man definitiv nehmen. Also wenn ihr oft im Laufen nachladen müsst, ja, dann ist das auf jeden Fall eine tolle Sache. Wenn ihr zum Beispiel viel mit Büffeln irgendwie, sage ich mal, kämpft, ja, und so beim Sprinten, sag ich mal, nachladen müsst, um dann euch umzudrehen, ihn abzuknallen oder was weiß ich, dann ist das auf jeden Fall eine nette Sache. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel eher ein gediegener Jäger seid, der sich auf die Lauer legt, etc. pp., dann ist es im Laufen einfach nicht notwendig. Aber ihr könnt hier auf jeden Fall einen Punkt verwenden, wenn ihr euch oft in dieser Situation wiederfindet. Den Rest hier finde ich wirklich nicht toll. Überlebensinstinkt hat was mit erlittenen Schaden von Tieren zu tun, ist nicht toll. Hier lässt dich schneller wieder zielsicher werden, nachdem du bei der Verwendung von Pistolen die Stellung wechselst. Auch nur für Pistolen. Und hier sehen wir schon, hier haben wir einen Weg vor uns, um dahin zu kommen. Und Waldhüter ist auch nicht so toll. Da kann man die Entfernung abschätzen. Finde ich überhaupt nicht nützlich. Dafür haben wir den Entfernungsmesser. Da brauchen wir nicht diese Fähigkeit für, vor allem weil die Nulldistanz weitaus hilfreicher ist. Dann haben wir hier hinten nochmal blitzschnelle Finger, reduziert die Nachladezeit aller Waffen. Ist zwar ganz nett, aber da ganz hin zu skillen, sage ich mal, ist einfach, ja, das Ganze nicht wert. Vor allem ist es halt die Nachladezeit, die in seinem ruhigen Spiel, wie jetzt zum Beispiel wie Hunter Call of the Wild, nicht so wichtig ist, wie jetzt zum Beispiel in Call of Duty oder irgendeinem schnelllebigen Shooter. Dann haben wir unten nochmal, schneller als sein Schatten, macht Schüsse aus der Hüfte mit jeder Waffe schneller und präziser. Ja, wer schießt schon aus der Hüfte? Braucht man nicht drüber reden. Dann geht's weiter zu den Flinten und hier wird's schon ein bisschen interessanter. Und zwar haben wir hier zwei wache Augen, das skillen wir halt, um weiter im Tree voranzukommen. Erhöht die Schärfe zum Bildrand hin, wenn du Flinten mit offenem Visier, Leuchtbild, bla 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 benutzt. Also ist nicht so wirklich gut, ich persönlich finde es jetzt nicht so super. Aber wir wollen das skillen, damit wir hier weiterkommen und zwar schnelle Schultern ist richtig geil. Nämlich das ist der Grund, warum wir den hier so schnell ihr aktiv machen können. Und das Ding ist auf jeden Fall episch. Damit könnt ihr sehr schnell, wenn ihr zum Beispiel, ne, ihr lauft rum oder guckt gerade nach dem Tier und ihr seht rechts hier an der Seite, seht ihr eins, dann könnt ihr ganz schnell wechseln, rein und peng. Und das geht verdammt schnell. Und da könnt ihr dann einfach noch viel, viel schneller auf das Tier reagieren. Das ist auf jeden Fall ein super Vorteil, den ich euch definitiv ans Herz legen würde. Dann haben wir unten noch körperliche Beherrschung. Du kannst Kimme und Korn nach einer Drehung mit allen, ne, Korn nach einer Drehung mit allen Waffen schneller einstellen. Finde ich persönlich nicht so doll. Also das ignorieren wir auch, benutzen wir nur, um hier hinzukommen, und zwar Rückstoßreduktion. Reduziert den Rückstoß aller Waffen und ermöglicht dir schnelle Folgeschüsse. Auf jeden Fall ein geiles Teil und warum, muss ich ja nicht erklären. Ihr könnt sehr schnell nachschießen und damit, sage ich mal, einen, ja, Kill sichern, den ihr vielleicht ansonsten verkackt hättet oder wo das Tier nicht schnell genug gestorben wäre. Ich finde, der Part hier ist nicht unbedingt ein Must-Have, also ihr könnt da ein bisschen alternieren mit anderen Talenten, aber ich persönlich finde die auf jeden Fall ganz gut, vor allem Rückstoßreduktion ist sehr geil, aber wenn ihr die nicht mögt, das hier auf jeden Fall mitnehmen. Schnelle Schultern ist total stark. Aktive Fähigkeiten müssen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber sprechen. Ermöglicht dir mit Flinten einen Schuss mit Leuchtspurmunition auszulösen, ne? Ist es nicht wert. Ermöglicht dir bei Flinten mit Doppellauf beide Patronen gleichzeitig abzufeuern, auch nicht so dolle. Also für mich wären es beide überhaupt nicht wert.
So, Bogenschießen. Und dann kommen wir zu einem richtig interessanten, interessanten Baum. Und zwar haben wir hier einmal Vollauszug. Du kannst einen Pfeil im Zielmodus länger ausgezogen halten, ohne müde zu werden. Finde ich persönlich nicht so toll. Habe ich nur einen Punkt reingemacht, um zu den richtig leckeren Sachen zu kommen. Weil ich bin Bogenspieler. Der Baum hier, da werde ich gleich noch drauf eingehen, kann bei euch komplett anders aussehen, wenn ihr kein Bogenspieler seid. So. Immer in Bewegung. Wenn du dich im Zielmodus bewegst, zitterst du mit allen Waffen weniger. Ist auch für alle anderen Klassen bzw. alle anderen Waffen interessant. Dann haben wir nochmal erhöhtes Selbstvertrauen, erhöht die Präzision aller Bögen und Armbrüste. Das ist natürlich nur sinnvoll, wenn ihr den Bogen oder die Armbrust spielt. Ich vergöttere die Armbrust, deswegen ist das auf jeden Fall für mich ein Must-Have-Skill gewesen. Und dann haben wir oben nochmal wie die Profis. Und damit kann man sich mit dem Bogen oder der Armbrust halt hinlegen und im Liegen halt damit zielen. Ist für Bogenspieler auf jeden Fall auch ein Must-Have, denn es ermöglicht uns auch im Liegen unsere Abschüsse zu machen. Und manchmal ist das ja notwendig. Und das hier unten ist der Punkt, der ebenfalls nur ausschließlich für Bogenspieler interessant ist, denn Wiederverwertung ermöglicht dir Pfeile oder Bolzen zu bergen, finde ich. Auch nicht so toll, aber es bringt uns zu einem Punkt, der verdammt gut ist für Bogen- oder Armbrustspieler. Mehr Kraft in den Armen bedeutet erhöhte Auszugslänge, erhöht die kinetische Energie aller Bögen, was wiederum den Schaden, die Durchschlagskraft und die Geschwindigkeit der Pfeile erhöht. Im Endeffekt mehr Schaden für euch, schnellere Tode von Tieren. Auf jeden Fall für Bögen und Armbrüste ein Must-Have. Bei den Armbrüsten bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das das beeinflusst. Ich persönlich spiele allerdings mit beiden gerne, deswegen habe ich es genommen. Seid ihr euch richtig unsicher und ja, wisst nicht, ob ihr das jetzt unbedingt haben wollt, dann skillt es einfach nicht. Die Armbrust ist auch so sehr stark. Ich persönlich denke, dass es auch die Bolzen beeinflusst, deswegen habe ich das geskillt. Sollte ich irgendwann mal, sollten die Fähigkeiten mal verändert werden oder sollten neue Informationen auftauchen, dann werde ich dazu nochmal ein Folgevideo machen. Ich denke aber auch für Armbrustspieler, die wahrscheinlich auch mit Bogen spielen, ist es auf jeden Fall die Punkte wert. So, nehmen wir an, ihr seid kein Bogenspieler. Dann könnt ihr die übrigen Punkte zum Beispiel hier in die Rückstoßreduktion setzen oder halt den hier noch mitnehmen, sprinten und laden. Oder wenn ihr Bock habt, könnt ihr vielleicht auch den konzentrierten Schuss mitnehmen, falls ihr das wirklich möchtet. Ansonsten seid ihr frei. Das waren auf jeden Fall meine Must-Haves. Also hier auf jeden Fall würde ich sagen, auf jeden Fall mitnehmen. Jeder Spieler sollte die beiden auf jeden Fall geskillt haben. Hier, ja, finde ich ebenfalls. Und bei der Nulldistanz müsst ihr euch halt selber fragen, wollt ihr oder müsst ihr das haben? Wollt ihr das haben? Und bringt euch das was? Ich persönlich würde sagen, ja, aber da ist ja jeder anders. Und ansonsten habe ich ja hier jetzt alles, sage ich mal, erklärt, was ich für die besten Vorteile halte. Ich hoffe, ich konnte dieses ganze Thema für euch ein bisschen aufbröseln und ihr seid jetzt in der Lage, selber zu entscheiden, welche Vorteile ihr nutzen wollt. Das war auf jeden Fall meine Skillung. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Und ja, die Armbrust macht noch sehr viel mehr Spaß, seitdem ich auch so schnell hier in den Zielmodus wechseln kann. Und ja. Damit möchte ich mich von euch verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Däumchen nicht vergessen, würde ich mich freuen. Ansonsten könnt ihr bei mir auch mal im Stream vorbeischauen. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis denne und tschüss.